Hey, ich bin Timo und heute geht's um eure Komplimente, was ihr so zu hören bekommen habt. Und da waren schon ein paar richtig tolle Sachen dabei. Das erfahrt ihr alle hier und jetzt. Ab geht's! Ich habe meine super aussehende, super hochintelligente und gut riechende Community gefragt, was waren eure besten Komplimente, die ihr für ein Parfum erhalten habt. Da waren echt schöne Sachen dabei. Nochmal Dank an alle, die mitgemacht haben. Falls du davon nichts mitbekommen hast, tja, du musst mir hier folgen. Ich habe das Ganze auch im Community-Tab gepostet. Da konnte man sich melden, beziehungsweise auch bei Instagram. Folgt mir da, da kriegt ihr jedes Video mit. Und ganz unrelevante, uninteressante Sachen von mir. Aber dann verpasst ihr nichts. Also immer schön folgen, das kann nicht schaden. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr so für Komplimente bekommen habt. Ob gute oder schlechte. Alles ist erwünscht, mal gucken. Und den Duft dazu nicht vergessen. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Kompliment. Und auf einige bin ich sehr neidisch. Gucken wir mal. Beginnen wir mit dem Justin. Damals hat sein Crush Folgendes gesagt zu einem Duft. Und zwar, Mann, dein Duft macht mich total fertig. Ich könnte mich ins Koma riechen. Ganz schön nice. Damals war es noch sein Crush, hatte er erzählt. Mittlerweile gab es ein Happy End. Es ist seine Freundin. Immerhin bei dir. Welcher Duft war das? Das war von Paco Rabanne, 1 Million Lucky, ein Haselnuss-Pflaumenduft, mittlerweile discontinued. Ein cooler Duft, gerade wenn du ein bisschen jünger bist. Da habe sogar ich mal was Positives gehört, kommt nicht oft vor. Ja, cool, schön, dass es auch ein Happy End gab, immerhin bei dir. Mein Crush sagt Hallo und Hi. Immerhin, ja, also Justin, nicht schlecht. Vielleicht gab es auch nur dieses Happy End wegen dem Duft. Jetzt wird es schlüpfrig. Der gute alte Fabian hat relativ viel auch erlebt, hat auch sehr viele Sachen geschrieben. Manche waren so schlüpfrig, die kann ich nicht hier bringen. Aber unter anderem hat er Folgendes gehört. Du riechst den ganzen Tag schon so geil. Ich will jetzt mit dir. Fabian, was hast du getragen? Und zwar von MFK den Oud Satin Mood. Der riecht wirklich, wie er aussieht, blau, samtig, handwerklich schön gemacht. Und bei dem Zitat, da muss ich muss mal eben den bestellen. Moment. 10 Minuten später. Okay, ich habe jetzt 4 LKW-Ladungen bestellt. Mal gucken, ob das auch bei mir was wird. Ich berichte, aber natürlich kann ein Duft nicht alles. Wahrscheinlich, weil du auch ein cooler Typ bist. Deswegen gab es wohl auch so einen tollen Spruch. Als nächstes haben wir eine Frau mit dabei. Und das Ganze hat hier einen komischen, merkwürdigen Twist, aber da kommen wir noch zu. Und zwar, meine gute alte Arbeitskollegin, die Tina, die hat im Malle-Urlaub Folgendes gehört. Sie war vorher noch am Flughafen, hat sich mit einem neuen Duft besprüht, hat den dann auf Malle getragen. Ne? Gleich erster Abend, gleich hier schön Saufi. Und da kam ein Typ auf sie zu und sagte Folgendes. Ich habe noch nie eine so schöne und gut riechende Frau wie dich getroffen. Das geht ja mitten ins Herz. Das Merkwürdige war allerdings, und ich weiß noch, sie hat also berichtet, oh, der und der Duft, der ist ja ganz toll. Das war nämlich von Jean-Paul Gaultier, ganz neu. Und sie meinte Scandal, den kennt sie auch, den hat sie. Aber die Männerversion, und zwar diese neue Parfüm-Variante, sie hat also ein Männerparfüm getragen und ein Mann fand den Duft gut. Ja, der ist ganz neu. Ich werde noch etwas mehr über den berichten in einer Folge bezüglich neuer Parfums. Ich habe ihn auch schon mal gequick-checkt und ich muss sagen, mir gefällt er gar nicht so sehr. Ich finde ihn zu voluminös, zu dunkel und da finde ich das Original sogar besser. Aber ich muss ihn nochmal im Langzeit-Review nochmal beobachten. Aber so mein erster Eindruck, die erste Nase war eher so lala. Aber bei ihr hat es gewirkt. Sogar mit einem Männerduft. Der Chris, der hört von seiner Freundin Folgendes. Und zwar, ich könnte dich am liebsten auffressen. Ja, wer hört das nicht gerne? Und zwar benutzt er von Dolce & Gabbana The One EDP und von Fragrance One Date. Ja, das sind absolut sexy Düfte, gut für Dates. Und ja, mich will leider niemand auffressen, nicht mal wenn ich eine Lasagne wäre. Aber Chris, ich gönne es dir. Ich hoffe, ich höre auch mal sowas. Bald.
Dann der Björn. Und hier wird es mal wieder so ein bisschen schlüpfrig. Ja, darauf wartet ihr doch, ne? Und zwar hat er Folgendes gehört. Boah, du riechst so gut, da kriege ich fast einen Geruchsorgasmus. Eieieiei. Und zwar hat er einen, ja, richtigen Männerduft getragen von Dior. Und zwar den Fahrenheit Parfüm. Ja, Björn. Bei dir läuft das so ganz gut, hm? Dann haben wir Sascha und ja, er hat so eine kleine Story hier noch mit dabei gemacht. Er hat Folgendes gehört. Ja. Ein witziges Ereignis hatte ich im Flieger als Getränke gebracht worden. Ich hatte eine medizinische Maske mit HSV-Aufdruck auf, okay, und sollte nichts zu trinken bekommen. Das Ganze natürlich witzig gemeint. Dann sagte die zweite Dame aber, er riecht so gut. Also bekommt er doch was. Na, der Schlingel. Was hast du getragen? Und zwar Deutsche Gabbana Light Blue Forever. Und ich wette, da warst du bestimmt im Flieger nach Malle. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Auch schön. Ne? Mann. Was Parfüm nicht alles machen kann, es rettet dir sogar Getränke. Kommen wir zu Ben. Und da hat eine wildfremde Frau Folgendes gesagt. Und ja, ich muss sagen, wenn eine wildfremde Person dir ein Kompliment macht, ist es eigentlich sogar ganz schön cool, ne? Weil die muss sich erst überwinden, überhaupt irgendwie mit dir zu sprechen. Also jedenfalls, wenn sie mit mir reden wollen, dann ist das sowieso eine ganz große Hürde, aber egal. Ist halt auch vom Komplimentenlevel schon deutlich höher, als wenn zum Beispiel die Mami dir sagt, Mensch Sohn, du riechst ja heute ganz schön, ne? Finde ich. Von daher zählt das quasi doppelt, das Kompliment. Und zwar hat er Folgendes gehört. Entschuldigen Sie, Sie riechen so wahnsinnig toll. Klasse. Ah. Ben, was hast du getragen? Ja, einen richtigen Gentleman-Duft. Und zwar von Dior, den Homme Intense. Ein sexy Gentleman-Duft. Klar, dass die Frauen das mögen und lieben. Und ich glaube, ich muss den nochmal eben bestellen. Moment. Der Domi, er hat Folgendes gehört. Und wenn man das jetzt hört gleich, da denkt man so, ist das jetzt ein Kompliment? Aber ich würde mal sagen, die Person hat den Duft sehr gut detected, denn folgendes Zitat kam: Du riechst wie ein Schokoladensoftcake. Ja, was für ein Parfüm hat er drauf gehabt? Von Serjoff, den Symphonium. Also ich muss sagen, das passt sehr gut. Riecht wirklich wie diese Füllung von den Softcakes, falls ihr die gerade vor Augen habt. Schokolade jetzt nicht so, aber wirklich wie diese Füllung. Oder du machst eine Packung Haribos auf, ja. Ein richtiges, buntes Fruchtfeuerwerk erwartet dich da. Also ich finde den Duft oder die Duftbezeichnung und das Kompliment oder der Kommentar dazu sehr treffend. Und nochmal eine Frau, und zwar die Ira, die hat Folgendes gehört. Und zwar, du riechst nach Urlaub in Nizza. Und zwar hat sie getragen Ex Nihilo in Paradise Rivera. Und ja, das hört man auch gerne, oder? Urlaub ist die beste Zeit im Jahr. Das ist besser als zu hören, wie du riechst wie Schwiegermutter zu Besuch bei Kaffee und Kuchen. Von daher ist es eigentlich auch ein cooles Zitat. Da sind wir auch schon am Ende des Videos. Schreibt mir unbedingt euer bestes oder eure besten Komplimente in die Kommentare. Nicht den Duft vergessen, denn die muss ich mir dann alle kaufen, damit auch ich mal was Schönes hören darf. Das wäre absolut prima. Also kommentieren und abonnieren, wenn ihr ganz neu hier seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Denn hier ist die Wohlfühl-Oase für Parfum, oder? Also, bis bald, euer Parfüm-Clown Timo. Jetzt bin ich auch noch ein Parfüm-Clown. Das passt auch sehr gut.